Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie jedes Mal, auch Egladum zu einem neuen Adventskalender-Türchen, zu einem neuen Brief aus dem Buch Briefe vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. Ich lese heute den nächsten Brief, eventuell auch die nächsten Briefe vor, die Tolkien an im Namen des Weihnachtsmanns, also die der Weihnachtsmann an die Kinder vom Tolkien geschrieben hat. Ende der Welt, Nordpol, Donnerstag, den 20. Dezember 1928. Meine lieben Buben, wieder ein Weihnachtsfest und ich bin ein weiteres Jahr älter und ihr ebenso. Trotzdem geht es mir gut. Wie nett, dass Michael gefragt hat und ich bin auch nicht so zittrig. Doch das liegt vor allem daran, dass wir nach dem kalten und finsteren Jahr 1927 wieder Licht und Wärme haben. Wisst ihr noch? Und ich denke, ihr wisst auch nur zu gut, wessen Schuld das war. Was glaubt ihr wohl, hat der arme, liebe alte Bär diesmal angestellt? Nein, nein, er hat's nicht wieder alle Lichter aufgedreht. So schlimm war es nicht. Er ist nur am Donnerstag von oben bis unten die ganze Treppe hinuntergefallen. Wer hat denn die Seife auf die Treppe hinliegen lassen? Ich nicht. Das Kommentar von dem Polarbären. Wir hatten gerade angefangen, die erste Ladung Pakete aus den Lagerräumen in die Halle zu schaffen. Polarbär packte sich, eigensinnig wie immer, einen riesigen Stapel auf den Kopf und lud sich auch noch die Arme voll. Peng, Bums und Krach, fürchterliche Schreie und Geheul. Ich rannte auf den Treppenabsatz hinaus und sah, dass er ganz die Treppe hinuntergefallen und auf die Nase gefallen war. Hinter ihm haufenweise Päckchen, Bündel, Kugeln und alles Mögliche an Dingen verstreut über die ganze Treppe. Auf einigen Sachen ist er draufgefallen und hat sie zerquetscht. Hoffentlich habt ihr davon nicht aus Versehen etwas bekommen. Hier seht ihr ein Bild von der ganzen Geschichte. Polarbär war ziemlich ungehalten darüber, dass ich es gemalt habe. Klar, was sonst? Er sagt, meine Weihnachtsbilder machten sich immer über ihn lustig und eines Tages will er mal selber eins schicken, von ihm gemalt, auf dem dann ich der Dumme bin. Aber das bin ich natürlich nie und er kann auch gar nichts gut malen. Und ob ich gut malen kann, ich habe die Fahne am Schluss gemalt, sagte der Polarbär. Er hat mich am Arm geschüttelt und deshalb ist das Bild wieder weiter unten, auf dem der Mond lacht und der Polarbär mit der Faust droht, nichts geworden. Als er sich wieder aufgerappelt hatte, rannte er aus dem Haus und wollte mir nicht aufräumen helfen, weil ich auf der Treppe saß und lachte. Ich hatte nämlich festgestellt, dass der Schaden halb so schlimm war. Zerblechete der Mond auch. Aber das Stück mit dem wütenden Polarbär ist abgeschnitten, weil er es verschmiert hat. Jedenfalls dachte ich mir, ihr hättet zur Abwechslung sicher gern ein Bild davon, wie mein großes neues Haus von innen aussieht. Die Haupthalle befindet sich unter der ganz großen Kuppel und dort stapeln wir immer die fertigen Päckchen, die dann vor den Türen auf die Schlitten geladen werden. Polarbär und ich haben das erst ganz allein aufgebaut und auch selbst all die blauen und lilanen Fliesen gedeckt. Das Dach und die Geländer sind nicht ganz gerade. Nicht meine Schuld, der Weihnachtsmann hat die Geländer angebracht. Aber das macht eigentlich nichts. Die Wandbilder mit den Bäumen und Sternen und Sonnen und Monden, darauf habe ich gemalt. Dann habe ich zu Polarbär gesagt, die Innenausstattung, I-N-N-I-N-A-U-S-S,
T-A-T-T-U-N-G überlasse ich dir. Eigentlich ist es doch schon kalt genug, hat er geantwortet. Willst deine Farben hier drinnen, das ganze Lila, Grau, Blau und Blassgrün, wenn das keine Inneneisstattung ist. I-N-N-I-N-I-S-S-T-A-T-T-U-N-G ist. Der Weihnachtsmann buchstabiert hier wohl relativ viel und gerne. Sei kein alberner Bär, erwiderte ich. Gib dir einfach etwas Mühe, tu mir den Gefallen. Und was kam dabei heraus? Eiszapfen. Überall wegen der Inneneisstattung. I-N-N-E-N-E-I-S-S-T-A-T-T-U-N-G. Meine Fresse, ich kann nicht buchstabieren. In Rechtschreibung ist er nicht besonders gut. Und fürchterlich warme Farben, damit die Inneneisstattung nicht zu kalt wird. Nun, meine Lieben, ich hoffe, euch gefallen die Sachen, die ich euch bringe. Fast alles, was ihr euch gewünscht habt und eine Menge anderer Dinge, an die ihr nicht gedacht habt und die mir im letzten Augenblick eingefallen sind. Ich hoffe doch, dass ihr mit der Eisenbahn und dem Bauernhof und den Tieren alle gemeinsam spielt und nicht etwa denkt, sie gehören nur dem, in dessen Strumpf sie gesteckt haben. Gebt auf sie Acht, denn ich habe mir große Mühe mit ihnen gegeben. Ich grüße euch alle ganz herzlich, Chris und Michael und John, der schon ziemlich groß sein muss, denn er schreibt mir nicht mehr. Also musste ich bei dem Farbkasten raten. Ich hoffe, es war der richtige. Plaber hat ihn ausgesucht. Er behauptet, er wüsste, was John gefällt. John Bären mag. Euer liebender Weihnachtsmann. Und alles Liebe von mir, Polarbär. Jetzt haben wir hier noch einen ganz kurzen. Den können wir noch hinten dranhängen. Vom zweiten Weihnachtsfeiertag 1928. Das tut mir jetzt entsetzlich leid. Ich habe den Brief dem Polarbären gegeben, damit er ihn aufgibt. Aber er hat es vergessen. Wir haben ihn erst heute auf den Tisch in der Haupthalle gefunden. Aber ihr müsst ihm verzeihen. Er hat mir wirklich viel geholfen und ist schrecklich müde. An Weihnachten war eine Menge los. Hier ist es ziemlich stürmisch. Einige Schlitten hat es umgeweht, bevor sie losfliegen konnten. Nochmals alles Liebe von eurem Weihnachtsmann. Ja, weil der Brief auch jetzt ganz kurz ist und noch Zeit ist, kann ich noch kurz den nächsten Brief vorlesen. Ist heute ein bisschen mehr an Briefen, aber dürfte auf dieselbe Zeit hinauskommen. Ich hoffe, ihr hört mir gerne beim Lesen zu und hört die Briefe ganz gerne, deshalb. Ja, viel Spaß bei diesem Brief hier. November 1929, liebe Buben, meiner Tatze geht es besser. Ich habe sie mir verletzt, als ich Bäume gefällt habe. Findet ihr nicht auch, dass ich viel besser schreibe? Der Weihnachtsmann hat schon eine Menge zu tun. Ich auch. Es hat stark geschneit und einige unserer Boten sind eingeschneit worden. Andere haben sich verirrt. Deshalb habt ihr in letzter Zeit auch nichts von uns gehört. Alles Gute zum Geburtstag, John. Der Weihnachtsmann sagt, meine Rechtschreibung ist nicht so doll. Dafür kann ich nichts. Wir sprechen hier kein Englisch, nur Arktisch. Was ihr nicht kennt. Auch unsere Buchstaben sehen anders aus. Euch zuliebe schreibe ich extra mit arktischen Buchstaben. Wir verwenden immer einen Pfeil nach oben statt dem T und ein V für ein U. Das ist ein arktischer Satz, der heißt, lebt wohl, auf Wiedersehen, hoffentlich bald. Mara Mesta Anni Vela Tier Ento Ja Rato Nea. PB, eigentlich heiße ich Karhu, aber das verrate ich nur ganz wenigen. PS, ich mag Christophers Briefe mag ich ganz besonders.
Ja, und im nächsten Part geht's dann weiter im nächsten Adventskalender-Türchen mit einem anderen Projekt oder vielleicht auch mit einem Brief aus diesem Buch. Man weiß es nicht. Man soll sich immer überraschen lassen. Auf jeden Fall, bis zum Morgen, sage ich wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Man sieht sich in dem nächsten Adventskalender natürlich morgen. Bis dahin habt ihr noch eine angenehme frostige Zeit. Gehabt euch wohl. Bis morgen. Ciao, ciao.